SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gute und sichere Arbeitsplätze, soziale Teilhabe am Arbeitsleben, eine gute Ausgestaltung der digitalisierten Arbeitswelt und allen voran soziale Sicherheit, das sind die Kernthemen und das Motto der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Koalition. Und deshalb haben wir einige sehr zentrale Vorhaben, die wir in diesem und im nächsten Jahr erst einmal in die Pipeline bringen. Und ein paar davon will ich vorstellen. Weil wir sagen, Planbarkeit im Leben, gerade für die junge Generation, ist zentral und relevant. Und gerade deshalb ist für uns die Befristung der Arbeitsverträge endlich deutlich zu reduzieren und die sachgrundlosen Befristungen zu reduzieren, gepaart mit der Mindestausbildungsvergütung für die junge Generation, zentral, wichtig, relevant. Deshalb freuen wir uns, dass wir mit dieser Maßnahme hier Planbarkeit in eine interessante Lebenssituation bringen. Wir werden mit dem sozialen Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose eine echte Perspektive hin zum allgemeinen Arbeitsmarkt organisieren. Und wir befassen uns mit der Erwerbsbeteiligung von Frauen. 1,8 Millionen Frauen, die heute in Teilzeit arbeiten und kaum Chancen haben, ihre Arbeitszeit wieder zu erhöhen, werden mit unserem Gesetz zur Brückenteilzeit in die Lage versetzt werden, endlich die Arbeitszeit anstreben zu können, die sie selber arbeiten möchten. Deshalb ist es richtig, sie endlich aus der Teilzeitfalle herauszuholen und ihnen auch Möglichkeiten zu geben, für einen befristeten Zeitraum in Teilzeit und dann wieder hoch in Vollzeit gehen zu können. Weil das ihrer Lebenssituation entspricht, ist das für uns Auftrag genug, das gesetzlich zu normieren. Und wir freuen uns, dass wir das endlich in die Wege leiten können. Auch für Männer natürlich, aber wir wissen, die Hauptzielgruppe sind die Frauen, denn die sind diejenigen, die in der Teilzeitfalle sind. Und natürlich werden wir mit dem, was wir uns im Rentenpaket vornehmen, und da haben wir, Frau Kollegin, brauchen wir nicht auf den Markus Kurt, den geschätzten Kollegen Markus Kurt zu kommen, da haben wir Ralf Kapschak, der kann das genauso gut. Da haben wir Ralf Kapschak, der kann das genauso gut, und deshalb freuen wir uns. Und deshalb können wir sozusagen Ihre gut gemeinten Ratschläge gerne zur Kenntnis nehmen, haben aber eine eigene Kompetenz in der Sache, mit der wir hier gut arbeiten können. Für uns ist das eine Frage auch der Generationengerechtigkeit. Es geht nicht darum zu sagen, wir machen hier Geschenke für Rentnerinnen und Rentner. Ich halte das für ein absoluten Irrglaube und für eine absolute Geringschätzung derjenigen, die viele, viele Jahre hier gearbeitet und eingezahlt haben. Hier von Geschenken zu reden, finde ich eine Unverschämtheit. Für uns ist die Frage der Augenscheinnahme aller Zielgruppen und ein paar Maßnahmen habe ich gerade erwähnt, eine ganz zentrale Aufgabe. Junge Menschen, die Benachteiligung von Frauen im Arbeitsmarkt, die ältere Generation, hier deutlich für alle auch Maßnahmen in die Koalition einzubringen und umzusetzen, das ist unser Auftrag. Und wenn wir von Sozialpolitik reden, dann reden wir von dem Zusammenhalt, dann reden wir von einem solidarischen, gemeinschaftlichen Sozialstaat und dann reden wir nicht von Spaltung der Gesellschaft. Dann reden wir nicht davon, dass wir die Menschen gegeneinander stellen, dass wir sie unterscheiden nach Herkunft, unterscheiden nach Alter, unterscheiden nach Geschlecht, unterscheiden danach, ob sie eine Beeinträchtigung haben oder nicht. Ich finde es peinlich, was wir hier heute gehört haben zum Sozialstaatsverständnis einer Partei dieses Hauses. Das ist nicht nur peinlich für unser Land, das ist auch peinlich für all diejenigen, die darauf angewiesen sind, dass wir für eine Gesellschaft in solidarischer Gemeinschaft streiten und uns hier deutlich so positionieren, dass wir miteinander – und die allergrößte Mehrheit dieses Hauses sieht das genauso – miteinander eine solidarische Gesellschaft wollen und keine Gesellschaft der Spaltung und Ausgrenzung. In diesem Sinne sind sich mindestens die Mehrheit einig, und das ist auch gut so.
Für die Fraktion der AfD hat nun das Wort die Kollegin Ulrike Schielke-Ziesing.